Und wir müssen zwischendurch irgendwo mal Minecrawler Varia finden. Zack. So. Jetzt heißt es noch eben speichern. Hey Marek. Da kann ich nichts zu sagen. Wir müssen den Spitzel der Rebellen einfach finden. Ja, es ist, fängt ja toll an. Egal. Spitzel der Rebellen. Pass auf dich auf. Ich meine ehrlich gesagt, dass er das hier ist. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Ja komm, frischen wir unsere Dietrich immer wieder auf. Was kriegst du für ein Krummschwert? Nee. Kriegst die ganzen alten Knüppel. So, komm, gebe ich dir noch 53 Gold und das war's dann. So, vielleicht können wir noch mit Mason oder Marson oder so reden. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Vielleicht können wir auch ihn fragen. Wir haben jetzt ehrlich gesagt genug Gold, dass wir da ein bisschen was auf den Kopf hauen können. Hast du viel Gold? Nö. Erzähl mir was über diese Stadt. Fonterra ist eine Handelsstadt und... Wie soll das auch anders sein? Von den Orks besetzt. Doch die Orks halten sich hauptsächlich im Innern der Burg auf. In den äußeren Bezirken von Monterra herrschen die Söldner der Orks. Hier ist das Händlerviertel der Stadt. Doch erwarte nicht zu viel. Seit die Orks die ganze Stadt umgraben, verirren sich nur noch sehr wenige Händler nach Monterra. Wie kommst du mit den Söldnern zurecht? Nun, es geht. Marek ist der Anführer der Truppe. Wenn die Jungs irgendwelchen Mist bauen, haut Marek ihnen auf die Finger. Ja, das ist toll. Wo gibt es hier was zu holen? Ein Kämpfer, wie du, sollte sich den Söldnern anschließen. Das ist wahrscheinlich das Beste für dich. Und bringt eine Menge Geld? Die wahren Bonzen der Stadt sind natürlich die Orks. Dazu müsstest du allerdings im Innern der Burg von den Orks geduldet werden. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungen. Überall, wo die Ruinen des alten Volkes noch stehen, buddeln die Orks alles aus, was sie finden können. Falls der Geier, was sie suchen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile in fast jeder Stadt solche Ausgrabungen gibt. Gib mir was zu trinken. Kein Problem. Jawohl. Sollte einfach nur so der Vollständigkeit halber sein. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ach stimmt, den habe ich glaube ich mal niedergeknüppelt, als ich den anderen Kerl da umgehauen habe. Am besten du erledigst. Von ihm haben wir leider aber auch nicht so viel erfahren. Viel Erfolg. Mach dir nicht noch mehr Ärger. Warte mal, wir müssen ja eigentlich mal wieder zu Mason gehen. Ja, ich laufe hier vollkommen falsch. Unten geht's raus. Ich glaube, ich bin auch da falsch rausgegangen, weil links nur andere Rebellen sind. Zack. Hier, die hier. Mach hier nicht so ein Aufsehen. Oder willst du, dass die Orks uns entdecken? Ihr Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Doch leider sind die Orks in der Überzahl. Wir würden es wahrscheinlich nicht mal bis zu den Tempelanlagen schaffen. Wir haben ja schon einen unserer Männer bei den Orkseltern eingeschleust. Aber der scheint irgendwie zu pennen. Wer ist euer Spitzel bei den Söldnern? Wenn ich dir das sage, kann ich mich ja gleich den Orks stellen. Du musst mir schon beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Und wie? Wo ist das Problem mit eurem Spitzel bei den Söldnern? Wir haben der Stadt in letzter Zeit sehr geschadet. Die Orks haben nichts bemerkt. Aber die Söldner sind vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass sich unser Spitzel deshalb zurückhält, um nicht enttarnt zu werden. Was ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Sklavenlagerwachen zu beseitigen, um den Sklaven zu helfen. Doch leider schlagen die Orks gleich Alarm, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Im offenen Kampf mit ihnen haben wir keine Chance.
Es sind einfach zu viele. Zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Wie denn, du Schlaumeier? Wenn die Sklavenlagerwachen alle auf einmal angestürmt kommen, sind wir geliefert. Man müsste sie einzeln zu fassen kriegen. Ich lass mir was einfallen, um die Sklavenlagerwachen herauszulocken. Die Orks können zwar besser mit Äxten umgehen als mit ihrem Verstand, aber dumm sind sie auch nicht. Wart's ab. Na, das kann ja was geben. So, wir klauen uns einfach mal die Waffenbündel. Hui, hui, hui. Und dann könnten wir rein theoretisch mal die Sklavenlagerwachen da raushauen. Ich wüsste wirklich gerne, wer der Spitzel der Rebellen ist. Ich glaube, da oben war doch dieser Treffpunkt mit dem Kerl und alles. Und den haben wir ja schon verscheucht. Genau. Sonst mussten wir hier noch irgendwo... Dahinter war, glaube ich, Mason. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. So. Genau, und dann könnte er uns vielleicht irgendwas sagen. Ich bin mir sicher, es ist Otis. Stör mich nicht. Warte, Mason ist doch da hinten irgendwo. Rein theoretisch müsste... Oh, da liegt ja der tote Händler. Basil? Basir? Ich glaube, Basir hieß er. Aber dafür müssten wir rein theoretisch die Kühe umbringen. Was machen wir? Also Montero ist so eine Stadt, die kriegt man einfach nicht auf 100%. Ich wüsste nämlich gerne, wie loyal die Orksöldner sind. Also die Quest hätte ich gerne abgeschlossen. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch. Du wirst sehen. Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. Töte die Kühe des Viehhofs. Das speichern wir hier noch einmal. Und schauen, wie wir das denn so anstellen wollen. Denn an und für sich sind die Leute ja nicht ganz so happy darüber, wenn wir deren Vieh platt machen. Hat ja keiner gesehen. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwer, tötet unsere Leute. Ich kenne das doch. Und bevor das passiert, möchte ich persönlich alle Kühe erwischt haben. So, um auf die andere Seite zu kommen, machen wir mal was ganz Einfaches. Die ersten paar haben wir ja schon erwischt. Wir müssen es natürlich auch aus dem Gebüsch heraus machen. Die nächste Milchkuh. Ach, daneben. Na komm schon. Da dürfte... Ach, das ist nur ein Schwein. Okay, die zwei haben wir jetzt auch. Da vorne ist noch eine letzte... Weiß nicht, ob ich jetzt treffe oder nicht. So. Haben wir hier sonst noch irgendwo... Da liegt eine tote Milchkuh. Da lebt noch eine. Das dürfte doch die letzte Milchkuh sein. Verdammter Mason.
ich das deinetwegen machen muss. Arme Kühe. Muss ich ganz ehrlich sagen, die können da am wenigsten für. So, jetzt möchte ich einmal gucken, ob ich da irgendwie Aufsehen erregt habe. Anscheinend habe ich das nicht. Oder habe ich das? Sieht nicht danach aus. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Nö, die sind alle ganz normal. So, jetzt können wir natürlich nebenbei die Kühe noch ausräumen. Hatte diese eine Ork-Söldner gerade eben eigentlich einen Namen? Wir können später noch. Das war Veteran, was ich da nicht ganz gelesen hatte. Wir kriegen beide noch Ärger. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Noch mehr Ärger? Ich habe doch hier nicht viel Ärger gemacht. Ich habe zwar die Kühe gerade eben umgebracht, aber das weiß ja niemand. Ich meine, ich habe ja keine Pfeile mit den Insignien namenlos. Hast du nichts zu tun? Die Kühe sind platt. Bist du jetzt zufrieden? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Wir haben ein Passwort. Es heißt, es lebe Okara. Wenn du ihm das sagst, wird er dir vertrauen. Es lebe Okara? Wärst du noch den Unsinn gekommen? Das war meine Idee. Toll, was? Okara ist unser Hauptquartier im Norden von Monterra. Was eignet sich besser als Passwort als das? Tolles Passwort. Dann könnt ihr ja gleich durch die Stadt rennen und rufen, Hallo, ich bin ein Rebell. Kommt und tötet mich. So habe ich das noch nie gesehen. Idiot. Ja, ich würde mal sagen, dann heißt es durch die Stadt pesen und es lebe Okara. Den Leuten zurufen. So, ich bin übrigens zu faul, dieses kurze Stück da zu laufen. Also, in die andere Richtung müsste der Mann da gucken. Ah ja, gut, dem kann ich nichts sagen, aber Sandwort dürfte ich was sagen können. Ja. Es lebe Okara. Du Mistkerl! Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Du bist ein Spitzel der Rebellen. Und wenn es so wäre? Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Verdammt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Ich kann nur für uns hoffen, dass du auch für den König bist. Ja, nö. Ich werde dich töten, du dreckiger Rebell. So sei es. Ich mach dich fertig. Du hast eine Bartaxt. Der läuft auch immer wieder rein. Eine Bartaxt für uns. Sandford, Brief von Sandford. Ruf bei den Orks plus 3. Was sagt denn der Brief so Feines aus? Brief von Sandwood. Jetzt noch nicht! Pass auf, Roland! Ich habe das Gefühl, dass meine Stellung hier bei den Söldnern von Monterra immer wackeliger wird. Ich muss mich eine Weile im Hintergrund halten, wenn meine Tarnung nicht auffliegen will. Ich werde mich wieder melden, sobald die Situation wieder sicher ist. Sandwood. Wegen der Söldner. Ich kenne den Verräter unter deinen Männern. Wer ist es? Sandwood, der Lagermeister. Er steckt mit den Rebellen unter einer Decke. Sandford, nicht zu glauben. Hast du einen Beweis dafür? Ohne einen handfesten Beweis ist das nur eine dreiste Behauptung. Sieh dir diesen Brief an. Er ist von Sandford an die Rebellen. Verdammt. Ich werde den Verräter Sandford aus dem Weg räumen müssen. Doch wenn ich es mache, wird das die Moral der Truppe nicht verbessern. Hier, diese Belohnung hast du dir verdient. Sandford, der Lagermeister, ist tot. Sehr bedauerlich.
Aber es ist besser so. Gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Tada! Haben wir die Quest endlich abgeschlossen? Ja, endlich. Endlich. Oh, endlich. Borgan. Borgan, wo ist denn... Ist der in Okara? So, speichern wir mal eine Runde. Borgan, der Name sagt mir überhaupt nichts mehr. Ah ja, ihr so. Hallo da. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Ich finde es immer noch lustig, wie die einfach alle blöd auf uns, nicht gut auf uns zu sprechen sind und wir uns aber trotzdem hier frei bewegen können, ohne irgendwelche Einschränkungen. Stör mich nicht. Keine Ausdauer mehr. Egal. Du hast auch kein Gold. Uiuiuiui. Du kannst keinen Paladin beibringen, das ist ja mager. Warum weckst du mich? So, ich will mal Taschendiebstahl lernen. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickel dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Dazu bist du noch nicht bereit. Fehlen 5 Diebespunkte. Weiter so. So. Zeig mir, wie ich einen schweren Taschendiebstahl ausführe. Kein Problem. Genug Talent dafür hast du. Im Grunde genommen musst du nichts anderes machen als bei deinen bisherigen Diebstählen auch. Ablenken und zugreifen. Schau deinem Gegenüber direkt in die Augen. Die meisten Leute finden das unangenehm und es lenkt sie ab. Dann greife zu. Es wird sich lohnen. Jawohl. 15 Lernpunkte haben wir nur noch. Dazu bist du noch nicht bereit. Rausreden und falschen. Komm, falschen ist, glaube ich, dazu gar nicht bist schlecht. Du noch nicht bereit. 29 Diebeskunst. Okay. Yay. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Dreckiger Dieb, dir werde ich helfen. Nein! Er hat eine größere Reichweite als ich. Hui! Okay, komm her. Die Leute haben wir schon mal platt gemacht. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du dreckiger Dieb! Zack, den muss ich ihm zurücklocken. Komm her. Oh, mein Kopf! Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Puh. Wollt ihr wohl damit aufhören? Er hat doch keine Ausdauer mehr. Schon wieder? Bleib stehen! Ja, komm, mit einer Schaufel. So. Ich hab doch nichts gemacht. Wenn das so einfach wäre. So. Abgesehen von demjenigen, ich habe abgesehen, dass ich denjenigen beklaut habe, der mir das Taschendiebstahl, den Taschendiebstahl beigebracht hat. Aber okay, wir wollen dann nach Monterra wieder gehen, um zu schlafen und dann nach Gotha zu laufen. Kann dir aber egal sein. Gotha wird krass.
Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum ich dieses böses Vernichten immer aufbewahrt habe bisher. So, jetzt geht's uns wieder gut. Es ist ein wunderschönes Wetter und wir wollen... Ja, Weltkarte. In Richtung Gotha laufen. Das dürfte hier in diese Richtung sein, wenn ich... Ja, muss es. Aus einer anderen Richtung kamen wir, da geht's zu Dominiks Hof. And so on, and so on. Wir sind übrigens auch Orkjäger, oder? Ja, es wird nur noch eben Orktöter. Dann können wir uns mal durch die Barrikade schnetzeln. Und ich meine tatsächlich schnetzeln. Ich meine so eine Minecrawler Varia-Rüstung. So eine Crawler-Plattenrüstung ist auch natürlich nicht schlecht. Da hinten gab es doch eine Höhle mit Crawlern. Ich weiß, jetzt lass mich gerade ablenken, weil wir ja auch genauso gut nach Gotha hätten gehen können. Aber eine Crawler-Rüstung ist eben einmal ziemlich gut, weil sie gut aussieht und weil sie sehr großen Schutz hat. Naja, und deswegen würde ich die gerne haben und dafür brauchen wir eben noch diese großen Crawler-Platten. Alles andere haben wir zusammen. Hoffe ich einfach mal. Es ist genauso wie die Torex-Rüstung dort. Die können wir uns auch einfach zusammenbauen. Dafür müssten wir allerdings erst nach Faring, wenn man dort nur diese Ork-Wappen findet. So. Naja. Lade hier mal kurz die Welt. Echsen. Ja, solange es keine Echsen-Menschen sind, ist alles okay. Die habe ich ja übrigens auch schmerzlich vermisst. Das hier sieht auch nach einer wunderschönen Höhle für Minecrawler Varia aus. Also wäre ich ein Minecrawler Varia, würde ich ja hierher kommen. Komm her, Minecrawler. Ich will nicht das Viech angreifen, ich will das Viech angreifen, genau. Ah, hier sind noch ein paar Skelette. Geht's allen nicht ganz so gut. Falsch angegriffen. Skelette sind nicht das Problem. Oh, irgendwas hat uns gerade eben getroffen. So. Komm her, kommt her. Oh, guck mal, was da hinten ist. Hier tummeln sich ja die Viecher nur so. Sehr gut, dass wir hierher gekommen sind. Ich möchte wieder mal ein Stück zurückgehen, sonst kommen jetzt immer nur noch Viecher. Und wenn ich dann sterbe, oder was heißt, wenn wir sterben, dann ist ziemlich viel verloren. Das ist ein bisschen scheiße. Nein, ich habe eine Eidechse platt gemacht. Ich habe wieder eine Eidechse platt gemacht. Ihr scheiß Mist, Viecher, Skelette, Gedönse. Juhu, ausgewichen, ausgewichen, ausgewichen. Ausgewichen. Und einmal noch und zack, zack. Puh, er ist down. Hier gibt es auf jeden Fall einiges auszuräumen. Und eine Nagelkeule gibt es. Kleine Crawlerplatte. Ja, wir brauchen die großen. Aber das da hinten sieht mir sehr stark nach einem Drachen aus. Schau mal, was haben wir denn hier so Feines? Oh ne, ein Gargoyle. Das macht's nicht besser. An sich müssten wir hier erstmal den Minecrawler angreifen. Irgendwas
Danke. Ich war mich schon am Wundern. So, schalten wir jetzt mal den Minecrawler aus. Ups. Okay, dann greifen wir einfach mal einen Gargoyle an. Speichern. Habe ich den gerade eben getroffen? Nee, das war einfach nur so ein Sound. Oh Gott, das sind mehrere. In die Schnauze. ...160 Erfahrung, das geht ja. Ich will nicht gegen einen Gargoyle im Nahkampf kämpfen. Ups, eine kleine Crawlerplatte. Rostiges Schwert und Gargoyle. Schade, dass die keine großen Crawlerplatten geben. Oh Gott. Da sind ja noch mehr. Das ist ein schönes Höhlensystem, das muss man sagen. Es ist groß, aber es ist schön. Noch mehr Minecrawler-Gargoyle-Gedönse. Okay, aber jetzt können sie uns erstmal nicht von der Seite anfallen. Das heißt, wir machen erstmal die Minecrawler dort platt. Ja, Minecrawler-Varia! Oh, die sind schon ein bisschen stärker. Stellen wir uns hier mal in den Eingang. Und wie sie stärker sind. Peng, einfach immer schön wieder weiter reindrehen. Sie können ihre Überzahl nicht nutzen. Es sei denn, er dreht sich auf einmal in die falsche Richtung, weil der Gang so eng war. Uns geht's nicht mehr gut. Jawohl. Komm, zwei Platten bitte. Ja, zwei große Platten. Zwei weitere große Platten. Und noch einmal zwei große Platten. Wir können jetzt unsere Minecrawler-Plattenrüstung herstellen. Juhu! Und diese Echse wurde nicht Opfer dieses Kampfes. Oh, da freue ich mich ja rüber. Aber wir haben unser Ziel auf jeden Fall erstmal erfüllt. Wir haben Minecrawler-Varia gefunden. Wir haben ihnen auch ihre großen Platten abgenommen. So, das, da hinten sind aber auch einige Minecrawler. Das müssen wir erstmal nochmal speichern. Oh, wir haben Minecrawler-Platten. Wir können uns eine Minecrawler-Plattenrüstung herstellen. Mal, dass das Ding ja eine ziemlich gute Rüstung ist. Ja komm, dann greife erstmal noch die hier an. Verdammt! Ach, solange du vor mir stehst. Darauf will ich mich aber nicht verlassen. Das Problem ist, ich kann mich auch nicht aufs Gift verlassen. Ja, was macht der da? So, das wird erstmal ein bisschen noobiger Kampf. Aber das ändert sich gleich.
So, jetzt können wir vernünftig kämpfen. Und... Komm her. Ah. Pariert. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Modriger Zombie. Hui. Haha. Der Sprung ist immer noch das beste Ausweichmanöver. Ich wollte eigentlich gerne noch... Oh Gott. Oh, das war knapp. So, jetzt bin ich voll für dich da. Oh. Ui, mich wundert schon wieder gerade, warum der nicht getroffen hat. Hey, jetzt können wir wieder Spitzhacken sammeln.